Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ach Leute. Wieso in der letzten Zeit wenig Animal Crossing kommt, das liegt daran, dass ich nicht weiß, was ich hier noch machen soll. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf das nächste Update. Und ich hoffe, dass man auch irgendwann dann mal die Chance hat auf mehr Möbelstücke. Habe ich nicht irgendwas bekommen? Spüle? Bin ich blind? Oder habe ich das gerade erlernt? Ja, oh, stimmt ja, ich habe es erlernt. Ein Flachreißhut und Dokumentenstapel. Ja, ich hoffe einfach, dass das nächste Update jetzt mal vielleicht im September kommt. Hallo Thomas. Alter, ist das ein Spiel laut bei mir heute wieder? So. Und was gibt's Neues? Hef. Ein weiterer Tag im Paradies, oder wie ich es nenne, Nimmerland. Ich möchte ja eigentlich auch mal gern meine Wohnung einrichten, aber mit den aktuellen Möbeln kann ich das nicht. Das ist echt traurig für ein Animal Crossing Teil. Jetzt spiele ich hier schon 8 Monate jeden Tag, ja? Ne, 8 Monate sind's nicht. 5 Monate, ja? Und der Shop hier drin, ne? Der hat nur Kacke. So, jetzt gehen wir rein. Und dann sage ich euch, was wir davon schon haben und was nicht. So, haben wir. Kratzbaum bin ich mir nicht sicher. Den kaufe ich mal. So, nehme ich. Aber wo sind die ganzen Reihen? Hier. Die Herzreihe gibt es, ja, das weiß ich. Die heißt ja jetzt hier nicht mehr Herzreihe, sondern Bonbonreihe. Wieso auch immer die das hier umgeändert haben. Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, hallo Mina. Oh nee, da muss ich ja wieder. Ach komm, gib mir was. Ach hallo, ich bin hier auf Nimmerland, um noch mehr über Modedesign zu lernen. Falls es dir nichts ausmacht, willst du mir erneut dabei helfen, einen Style besser kennenzulernen? Ich hätte gern, dass du mir ein ganzes Outfit mit Arbeitskleidung vorführst. Da kommt sowohl ein Anzug fürs Büro, als auch etwas, was Köche oder Ärzte tragen würden, in Frage. Ein Teil, das in dein Outfit mit Arbeitskleidung passt, gebe ich dir mal so zu orientieren. Wird ein T-Shirt. Ich wusste es. Ich raste aus. Plunder mit Hemd. Wer trägt denn sowas während der Arbeit? Tragen, zeig mal her. Okay, ja doch. Doch, könnte es doch sein, dass das welche tragen während der Arbeit. Okay. Naja, in letzter Zeit kommt so wenig, ne? Weil, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, was ich hier machen soll. Heute ist Mina da, deswegen dachte ich mir, komm, dann nehme ich heute mal wieder hier eine Folge auf und wir können Victor besuchen, den neuen Bewohner. So, dann am besten so eine Jeans. Oder haben wir eine Stoffhose? Wir hätten auch eine Stoffhose, aber in der Farbe weiß ich nicht. Nee, dann bin ich eher bei der Jeans tatsächlich. Nee, Freizeithose wahrscheinlich auch nicht. Nehmen wir aber die weiße Jeans. Haben wir ein bisschen mehr Klasse. So, du kommst auf jeden Fall weg. Vielleicht so ein Hut? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das passt nicht so. Das sieht eigentlich ganz lustig aus. Nee, Hut ist, glaube ich, ganz schwer, oder? Mit dem Outfit? Sushi-Koch. Oh, wir könnten auch ein Sushi-Koch sein. Ja, das könnten wir ja auch sein. Haben wir dann noch was? Nee, haben wir nicht. Okay, dann lasse ich das mal so. Arztspiegel? Nee. Aber vielleicht eine Maske oder so. Mundschutz? Nee. Nee. So, Schuhe. Arbeitsschuhe. Wir haben da bestimmt diese hässlichen... Ich habe den Namen vergessen. Aber wie heißen denn diese Schuhe hier? Stahlkappenschuhe, genau. Die haben wir. Die haben wir doch. Perfekt. Unser komischer Koch hier. Ich habe außerdem noch nie im Leben Sushi gegessen. Und ich werde es auch nicht tun. Ich weiß, es gibt vegetarischen Sushi. Aber
Aber Seetang hört sich nicht so geil an. Oh, wieso gehe ich eigentlich hier rein? Ich weiß es nicht. Wieso gehe ich hier rein? Mann. Ich habe außerdem gestern Aquaman gesehen. Auf Netflix. Und ich muss sagen, der Film, der ist echt gut. Also, mir hat er sehr gefallen. Ich habe dann zwar für mich gesagt, dass er nicht so wie andere Superheldenfilme ist. Der fühlt sich nicht danach an, sondern nach einer. Nach einem coolen Jugendfilm. Aber da musste ich auch gestehen, dass ich außer Spider-Man nie irgendeinen Superheldenfilm gesehen habe. Deshalb war die Aussage dann auch komisch. Deswegen nehme ich die dann gerne zurück. Pams, okay. Dankeschön. Danke, Mina. Jetzt ziehen sie mal an. Sehr schön. So. Holen wir uns mal eben hier die Meilen. Kommen mit Portal. Einmal Portal gehalten sie. Blablabla. Ich habe auch momentan weniger Lust, hier alles umzubauen. Wie man sieht, ich habe jetzt zwar fast die Hälfte fertig, aber meine Lust ist momentan nicht so groß hier. Ne, wie man auf der Karte jetzt sieht. Ah, die Hälfte habe ich vielleicht noch nicht ganz fertig, aber fast. Fast. Fehlen nur zwei Kästchen. Aber ich habe einfach momentan irgendwie nicht so die Lust drauf, hier irgendwas großartig umzubauen. So, wohnt hier Victor? Ne, das ist Thomas. Wo ist denn noch ein Haus? Links. Links. Hopp. Und hopp. Hier wohnt Pamela. Och man, wann zieht die endlich aus? Ich verstehe es nicht. Seit 5 Monaten soll die Olle ausziehen. Soll es auch mal machen. So, hallo Victor. Und jetzt haben wir 2 Hunde, ne? Naja. Oh, er hat diese Gräber. Oh, ich will diese Gräber haben. Puh, Moritz, ich hab's getan. Ich bin wirklich hierher gezogen. Ist ja eine echte knuffige Insel hier. Ich bin froh, dass du mich hergelockt hast. Und dass ich hier bin. Ab jetzt werden wir jeden Tag zusammen spielen. Und leckere Sachen futtern und so. Ja, gib mir mal dein Dings. Hey, tut mir leid wegen dem Chaos. Ich habe leider überhaupt keine Zeit aufzuräumen. Ich bastel mir gerade ein Kartonbett. Die Idee dazu ist mir beim Eisessen gekommen. Ich muss schnell fertig werden, bevor ich vergesse, was ich da überhaupt mache. Was? Du weißt schon, wie man ein Kartonbett bastelt? Hui, das ist total cool. Du bist echt immer allen einen Schritt voraus, Moritz. Ich und ich einen hinterher. Jeder sollte wissen, wie so ein Kartonbett geht. Also habe ich eine Anleitung gemacht. Wenn du jemanden kennst, der eines besten will, gibst du dem da die Anleitung. Am besten entschuldigst du dich aber gleich für den Fettfleck, den ich drauf gemacht habe. Ich finde, das war Wunderbärchen, wenn sich ganz viele Leute ein Kartonbett basteln. Du hast ja selbst kein Kartonbett. Aber ich hätte gern deine Gräber, dein Grab endlich. Weil ich würde immer noch gern irgendwo einen Friedhof hinmachen. Das ist eigentlich noch so mein Ziel. Naja, wir sehen uns. Oh Mann, Victor. Victor ist echt cool. Ich habe auch lange mich zu nicht mehr gesehen. Komm, die besuchen wir jetzt auch noch eben. Oh. Das ist toll, oder? Okay.
am Meer oder wo ist er? Wo ist die kleine Maus? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Naja, du bist immer draußen momentan. Hey, wie läuft's, Hüppi? Okay, manchmal, wenn ich morgens nicht wach werde, dann renne ich einfach im Kreis und singe ganz laut. Hab ich was verpasst, Hüppi? Ich hab da was über dich gehört. Bist du wirklich ein Supertalent, wenn es um Schwimmen geht? Aber hallo. Schwimmen? Auf dem Gebiet glänze ich so gar nicht. Aber vielleicht erklärst du mir ein paar Tricks. Ja, gerne. Stimmt, Schwimmen mache ich gleich, aber offscreen wieder. Weil währenddessen schaue ich mir gerne Serien an. Weil manchmal dauert das sehr lange, bis ich dann irgendwas finde. Aber manchmal geht's auch schnell. Ja, Misuso, wo bist denn du? Weiß es nicht. Wer wohnt hier? Olivia. Ach, Olivia war, glaube ich, die Ente, oder? War sie das? Ach, draußen geht auf jeden Fall die Post ab, ey. So stürmisch alles. Habe ich vieles von mitbekommen, tatsächlich. Ich habe ganz schlecht geschlafen. Aber ich bin trotzdem wach, eigentlich. Sagte er und musste anfangen zu gehen. Misuso, wo bist du? Da bist du. Guten Morgen, wie schön, dass du so früh am Tag schon besser Dinge bist, Nimue. Manchmal ist mir das Inselleben etwas zu entspannt, aber man muss sich die Tage irgendwie strukturieren, sonst fließen sie dahin. Ja, das hast du mir schon so oft gesagt. Guck mal, ich hab was für dich. So, was schenken wir hier? Ein Oktopus? Oder so ein Volantkleid hier, bitte. Oh, sehr schön. Zeig mal. Oh, sehr süß. Du siehst super. Oh ne, jetzt krieg ich wieder ein Polohemd. Oh. Schön. Schön, die Kleine habe ich schon mal süchtig über. Ich würde sagen, das war's ab für heute von Animal Crossing New Horizons. Wir sehen uns morgen wieder bei Harry Potter und dann übermorgen bei einem neuen Projekt. Ja, bis dann, euer Kapitän rein und ciao.